So, es geht auch gleich weiter. Wir reden weiter mit Kalboa. Ja. Warum habt ihr so wenig Leute? Das ist eine gute Frage. Die Wachen, die manchmal herkommen, machen Probleme. Aber normalerweise vertreibe ich eine Mädchen durch meine Jähzorn. Und jetzt verschwinde! Okay, er ist Jähzornig. Das hätte er mal früher sagen können. Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Ja, schon gut. Da ist Elanda. So. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Tut mir leid. Ich kann euch nicht behilflich sein, mein Fürst. Ich bin gerade dabei, mir die Hacken abzulaufen. Interessant. Und sonst sind hier nur amnische Wache, Gast und ja, uninteressant. Raus hier. Moment, ging's nicht noch weiter? Ich hab doch hier vorne noch eine Tür. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Nein, Yoshimo, du wirst einfach irgendwann ausgetauscht. Müssten hier nicht noch Magier oder so rumlaufen? Interessant, wenn man hier rauskommt, kommt man also hier hin und da haben wir schon einen von diesem Sultan da. Oder besser gesagt zwei. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Hack ihn einfach tot. Also geht's hier doch raus. Na, ihr Flachpfeifen, ey. Ohne Kette. Ein Magier läuft hier aber noch frei rum, das weiß ich doch. Naja. Egal. Also wir haben jetzt vier Leute von denen, die hier rumliefen, zerschlagen. Ach so, einer ist einfach da oben aufgetaucht, oder wie? Dabei. Interessant. Ja, das Tolle, wir gehen durch Türenprinzip. Naja, nicht weiter wild. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Die Dienerin der Natur ist bereit. Wo stehst du? Ja, du stehst da oben mit Briaga. Das ist gut, dann geht ihr schon mal hier wieder zum Ausgang. Ja, wenn es denn und wir sein gehen muss. Hier dann irgendwie raus und hoffen, richtig anzukommen. Ach nein, hier ist noch eine Tür. Naja. Da wird man dann hier rauskommen, genau. Gute Idee, irrelevant. Dann war da doch eine Tür. Aber uns fehlen noch irgendwie ein Magier und ein anderer Kämpfer. Komm, der Rede wert. Ach, die finden wir dann schon irgendwann. Tja, wo gehen wir als nächstes hin? Tempel des Helm. Ne, wir waren schon in so vielen Helmtempeln. Das verfallene Haus dabei, dieser komische Nestor, hätte ich ihn jetzt beinahe genannt. Wie hieß denn der gute Mann? Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Dieser komische Kindermörder aus Baldurs Tor, den wir gestellt haben, dessen Kopf wir im Regierungsviertel irgendwann mal vor 3 Monaten abgaben. Ja, wer bist du denn? Sio Chaire. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Seid gegrüßt, werter Herr. Ich habe eine kleine Auswahl an Waren, die ich aus meinem Karren hier verkaufe. An ein paar Dinge hättet ihr vielleicht Interesse. Es ist doch keine Hehlerware, oder? Keineswegs, ich versichere euch, dass meine Waren völlig legal sind. Wahrscheinlich mehr als viele andere Dinge in der Gegend der Docks. In Ordnung, dann zeigt mal, wie ihr wollt. Gute Beeren, nee, wollen wir nicht. Meiner. Man kann immer, außerdem ist er schön, man kann immer Edelsteinbeutel gebrauchen. So. Nee, bei dir haben wir ganz viel Zeug verkauft. Da drin waren wir, glaube ich, schon. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr zu 100%. Es ist auch so lange her, ja. Du bist Rampa, der Rampa-Rampa-Rampa-Ta singt oder so in der Art. Hier sind noch 2 Gebäude, wie es scheint. Ja, suchen wir es systematisch ab. Auf der Hoffnung, irgendwas zu finden. Da ist die Taverne, oder? Exakt. Städte gehen mir auf die Nerven. Wir sollten unseren... Ja, geh weg, Krötenstreichler. Bürgerin? Junge. Ja, Tab, nicht Kuh, Tab. Ihr habt viel zum Durchforsten. Ich kümmere mich. Junge, was sagst du denn so? Ich hab gar nichts getan.
Mein Vater sagt, dass die Kleriker von Talos jeden töten und dass sie eines schrecklichen Todes am Ende eines Seiles sterben sollten. Ich glaube nicht, dass er sie mag. Ach was, das glaube ich für dich, Matt. So, hier ist auf jeden Fall schon mal nichts Interessantes. Und hier drinne? Ja. Haben wir jemanden vergessen? Wo ist mein Aga, und was seid ihr? Valeria? Faldatar? Petre? Drakandoros? Ich hoffe, das raus hier! Hoffentlich kommen sie hinterher. Anscheinend alles Magie. Was gibt es? Sofort! Wo ist mein Breaga? Was machst du denn da hinten? Ja, Pierre attackiert uns. Ja. So. Serbo, kratz ihnen die Augen aus. So, Pietre ist tot. Interessant. Einer ist mitgekommen. Breaga, kommst du mal nach? Alles klar. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich. Es ist gut, die Struktur gegen sie ausnützen zu können, in Häuser rein und raus zu gehen. So, wir gehen nochmal rein und versuchen noch einen anzulocken. So, und raus hier. Schnell raus. Los, kommt einer mit. Wir haben ihn schließlich angehackt, oder? Ja, sogar Eri hat 10 Schaden verursacht. Irgendwie wurden auf uns wir verdorben, oder ich weiß es nicht genau. Ja, dann gehen wir halt jetzt durch. So, Magier. Du beschwörst doch nicht irgendwas. Du hast einfach noch mehr Leute verdorben. Ja, Eri, lauf mal weg. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Wieso ist der so schnell? Das passt mir gar nicht. Rega, mach ihn tot. Und ihr geht auf den letzten da. Valeria. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, Mensch. Oh. Spieß ihn auf. Spieß ihn auf. Nein, Hund. 9000 Erfahrung für so einen lächerlichen Gegner. Eri, wo kriegst du Schaden her? Was kann ich tun? Das passt mir nicht. Heil dich mal selbst. Gut gemacht. Was gibt's denn hier so? Ein paar Sachen. Yoshimo. Was braucht ihr? Beweg dich, Fallensuchen nach vorne und such erstmal hier rein. Damit hätten wir das Fallensuchen auch schon mal gut erledigt. Raus mit Nadern. So, was hatte der denn so bei sich? Ja, ein Helm und so. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Yoshimo ist bereit. So, der hatte irgendwas mit Armschützern. Armschützer, RK, irgendwas. So, vorsichtig weiter hier. Ah ja, auf der Truhe ist schon mal eine Falle. Schön, schön. Aber mehr auch nicht. Nur noch abgeschlossen. Ein Sternsaphir und eine Tränenkette. Ja, ja. Bei Gelegenheit immer verscheuern. Nicht, dass wir überhaupt noch Geld nötig hätten in irgendeiner Form. Hast du nicht eben nach Fallen gesucht? Nein, du brauchst keine Hilfe. Wenn du stirbst, bist du selber schuld. Jetzt? Och, bitte. Bitte, bitte. Ja, Lilankor, ich würde dir gerne erlauben, an Yoshimo ein bisschen rumzukratzen, aber ich glaube, das fände der nicht so prickelnd. Ich warte. Ja, Hera, heil ihn mal trotzdem. Er hat's nicht verdient, aber heil ihn trotzdem mal. Schon erledigt. Deine Heilzauber waren auch schon effektiver. Naja. Wo soll ihr seid direkt? Immerhin lebt da. Man kann ihn wieder als lebendig bezeichnen. Okay, hier ist nichts drinne. Hier waren nur so ein paar Leute drinne, die nicht gestört werden wollten. Ja, stimmt, Türen würden wir mehr ja angezeigt werden. Das mir zu übertragen. Treppen sind hier nicht. Nein, nicht zum Anklicken. Ja, ist auch kein Planescape. Wo man alles anklicken kann, weshalb auch immer. Es ist aber toll. Dann wird hier zum Beispiel stehen, ein Stapel Kisten, an dem man hochgehen kann. Oder wild aufeinander gestapelte Kisten, die eine Treppe bilden. Oder man weiß es nicht. Kann man hier auch rein? Ja, da waren wir auch noch nicht drin beim Herrn Fischhändler. Oder ja, genau, hier war der Fischhändler. Der uns seinen Fisch andrehen möchte. So, rein da. Speichern wir lieber vorher nochmal. Hat ja keinen Zweck. Ich sehr gut. Tüdelülü. Nein, wir klauen nicht. Oh, gut hast du das gemacht. In den ersten 2 Sekunden findest du Fallen. So, sind noch mehr da. Zum Beispiel hier auf diesem Schrank. 3, 2, 1. Nein, jetzt solltest du welche gefunden haben. So, hoffentlich ist da auch was Tolles drin.
Ein Stab der magischen Geschosse. Gold. Und deine Kette, die wir nicht mehr ins Inventar bekommen. So, nächster mit seinem nächsten Inventar. Ja? So, dann gucken wir doch mal nach oben, wenn er schon mit einer Falle abgesichert hat. Dann wird da ja wohl mal was Tolles sein. Und hoch da. So der Schnee? Ja, du mich auch. Ja, ja. Du musst doch Fallen finden wie sonst was mittlerweile. Das interessiert mich mal eben. Ja. Ich Yoshimo. Denke, ich C. bin soweit. Nicht C? Dann halt nicht. Ich dachte, es ist C. Stufe 15. Fallen finden 165. Ja. Da muss ja was mit Nichts gehen. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Da ist noch eine Ecke, da ist was und die beiden sind mit Fallen versehen. Schauen wir mal. Ein Horn. Wenn mir einfällt, dann gebe ich jetzt eben mal Erinem. Das kannst du auch nehmen, weil das identifiziert werden muss. Das auch und die Schriftrolle kannst du gleich noch dazu nehmen. So. Was braucht ihr? Ich bin ich kann ging ja auf schnell. Einer Nadelspitze tanzen. Trank der Hügelriesenstärke. Gut, dass Yahera schon lange nichts mehr in der Hinsicht tragen kann, bis wir eine Tränke, Behälter, Tasche finden. Was langsamer Zeit werden würde. Was haben wir hier? Die Geschichte von Am. Die Geschichte der Toten 3 und die Geschichte des Mondsees. So, hier war noch was. Ein Grünsteinring. Ah, der wird ja was wert sein. Verschlossen. Bolzen und ein Onyx-Ring. Den Ring nehmen wir nochmal mit. Sag mir, so. Was ich warte. Ich bin. Ja, das hat sich eigentlich nicht. Was soll ich tun? Ich guck mir mal eben das Horn noch an. Das schien interessant zu sein. Haben wir das Eri schon gegeben? Nein, das. Horn, wir hatten das. Wir hatten jetzt das Horn aufgesammelt. Das hier ist. Liegt das dann noch im Schrank? Ich werde es tun. Nein, wo war denn das? Ich hab doch eben Horn gesehen. Oder werde ich blöd? Ich hab's bestimmt liegen lassen. Eri, kannst du alleine hochgehen? In Bayer waren hier drinne, oder? Es soll geschehen. Nein, da? Da ist es. Wusste ich doch. Ich hab ein Horn gesehen. Kann mir ja keiner erzählen. Was haben wir denn da Schönes? Ah ja, wir haben eine Schriftrolle. Silbernes Odinshorn. Oh, ich glaube, das konnte man sogar aufwerten. In den geheiligten Hallen von Valhalla ruhen die tapfersten aller Krieger. Da sie den Krieg während ihres Lebens so aufopfernd gedient haben, haben sie es sich verdient, ihr Leben nach dem Tod ehrevoll in den Hallen Valhallas zu verbringen. Als Gegenleistung für diese Ehre müssen die Krieger jenen dienen, die in Odins Horn blasen. Odins Horn beschwört einen Berserker der 5. Stufe, der dem Beschwörer eine Minute lang dient. Das Horn kann einmal täglich eingesetzt werden. Ah ja, interessant. Das ist so RK7 Armschützer und Stab der magischen Geschosse. Wer hätte das gedacht? Wir haben wohl ein paar mehr Identifizierungsschriftrollen gefunden. Ich kümmere mich drum. Okay, Herr Fischhändler, das war dann wohl dein Häuschen. So, weiter geht's. Es dauert Ewigkeiten. Anwesen der Balafis. Ja. Das ist ein Bettler. Nee, mit dir wollen wir mal nichts zu tun haben. Es hat anscheinend schon mal 2, 3, 4 Eingänge. Gehen wir mal in den ersten rein. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Entschuldigt! Das ist das Haus von Fürst Akton Balfis, dem Vizeregenten des Rates, und kein Ort, an dem Rohlinge einfach so hineinstolpern und Unfug treiben können. Ihr verlasst dieses Haus auf der Stelle. Okay, das heißt irgendwie Ärger, sich einzuhandeln. Was ist denn hier? Oha. Ja, wir gehen ja schon wieder. Ihr habt 2 Eingänge. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Von oben sieht das Haus irgendwie kleiner aus. Ja,
Eigentlich haben wir jetzt hier alles gesehen. Besonders Halbleichname. Oh Mann. Ja. Was wollen wir denn noch machen? Wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Gedankenschinder knüppeln können. Dazu müssten wir in den Tempelbezirk. Ja, wir machen halt einfach so ein bisschen random Kram. Habe ich gerade beschlossen. So, wir müssen in die Kanalisation und dann Richtung Norden. Den Schlüssel sollten wir bei Vierklag gefunden haben. Im Tempel. Außerdem sollen wir hier auch nochmal demnächst irgendwie... Ich glaube in den Lavanda-Tempel. Wir wurden von Helm aufgetragen, da irgendwie mal reinzugehen vor einiger Zeit. Habe ich immer noch nicht gemacht. Und dann dahin. Haben wir überhaupt noch Inventare, die leer genug sind? Wenn nicht, muss ich die eben noch kurz ordnen. Ah, Münsterlands ist komplett leer und Breaga ist auch so gut. Sagt mir, was ich hoffe, das gut, dann gehen wir mal runter. Ich habe es so gesehen auch ein bisschen vorbereitet, hierher zu gehen, indem Eri sollte zweimal chaotischer Befehl können. Hier ist eine Tür, genau. Die müssten wir jetzt mit diesem Schlüssel, den wir in Vierklags Verlies gefunden haben, aufschließen können. Und dahinter müssten äußerst freundliche Mindflayer sein. Auf was Böses einprügeln, ja? Okay. Ich muss unbedingt vorher speichern. Ah ja. Eine mächtige geistige Kraft trifft euch und behindert euch daran, euch zu bewegen. Wenn man bedenkt, wie viele tote Abenteurer hier auf dem Boden liegen, ist das, was vor euch liegt, sicher äußerst mächtig und gefährlich. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Also ich muss jetzt warten, bis ihr aus eurer Betäubung rauskommt. Schwerter, interessant. Wörter. Ah, dauert zum Glück nicht so lange. Ich bin bereit. So. Das wird lustig. Glaube ich. Gehen wir einfach mal hin. Wir haben gespeichert. Er speichert, glaube ich, hoffentlich mal automatisch mal wieder. Ja, dann lad mal. Boah, Gebiet ist doch voll klein. Ja, hier sieht es doch schon mal hübsch aus. Hier ist sowas ähnliches wie so eine Windrose, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf dem Boden. Was soll ich tun? Fallen wir nicht in Ohnmacht? Dann ist das in einem anderen. Oh je, okay. Gedankenschinder sind da. Ich muss mal eben gucken, welche beiden Charaktere den besseren ETW-0 haben mit ihren Waffen. Der 2. Breaga hat minus 2 und wir haben minus 6 und 3. Gut. Dann werden wir und Breaga alleine gehen und versuchen, alles kaputt zu machen. So, wie lange hält dein Zauber? Eine Phase pro Stufe. Also ein paar Phasen haben wir Zeit. Da müssen wir hier schnell durch. So, also. Ja? Mensch, wir brauchen deinen Segen. Ich helfe, wo immer ich kann. Eri, hast du noch irgendwas? Du kannst doch einmal singen, dann geh an die ran und sing, bevor du das machst. Alle sind voll geheilt. Naja, fast und fast. So, jetzt chaotischer Befehl hinterher. Oh, wir können erst noch das hier machen. Gefühl, Hoffnung. Das ist immer gut. So, und jetzt chaotischer Befehl auf Nummer 1. Ah, du hast auch noch Gefühl, Mut. Dann machen wir das auch noch. Besser ist das. Na, machst du? Machst du nicht? Ja, bis wir fertig sind, ist der Gesang schon wieder weg. So, chaotischer Befehl auf mich. Na? Und auf Breaga danach. Hast du schon? Nee. So. Unter der Erde fühlt ein... Ich kann nicht speichern, ich kann wohl speichern. Ich kümmere mich drum. So. Hier gibt es anscheinend eine Tür. So.
Hier gibt es Kämpfer unverletzt und ein Magier und lustige Erdkolosse und Kleriker und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die irgendwie so einen Müll nach vorne schicken. Naja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es nervt jetzt schon tierisch. Gehen wir einen Schritt zurück, gehen wir einen Schritt zurück. Wer erwartet auch, dass jetzt erstmal so Müllzeug kommt, bevor richtige Gegner kommen? Wieso wird Briaga einfach die ganze Zeit getroffen? Der hat eine Rüstungsklasse von minus 7. So, das Vieh ist Oppe. Ja, wir stapeln hier unseren Kram. Warum stirbt er weg? Okay, dann zaubern wir da noch Feuerbälle rein. Quicksave laden, bis alles tot ist. Vielleicht haben wir noch eine Todeswolke. Ja, wir haben noch den Stab, den wir nicht benutzen können. Ich hoffe, das bringt was. So, ihr geht auf jeden Fall aber nach vorne. Iri läuft da mal hinterher. Was hast du denn noch? Du hast noch einen Stab mit Feuerbällen. Du kannst noch Feuerbälle zaubern. Zwei Stück. Gut. Ja, ich kümmere mich. Ich glaube, mehr kannst du eh nicht zaubern. Dann machen wir das auf. Ich helfe, wo immer ich kann. So, dann fängst du mal an zu zaubern, weil die stärker sein müssten. Und zwar, ja, doch so in die Mitte. So, ja, ordentlich Schaden gemacht auf jeden Fall. Und noch einen hinterher. Sagt mir, was zu tun ist. Und ihr geht mal auf die Viecher. Okay, und da ist ein Dieb, der sollte zuerst weg, bevor der sich wieder tarnt. Oh, bleib doch mal stehen. Psy-Schlag, Gedankenschinder. Wo ist denn hier ein Gedankenschinder? Oder sind das getarnte Gedankenschinder? Solltest du nicht mal einen Feuerball machen vor einiger Zeit? Ah, interessant. Ich warte. So. Viech tot. Dem geht's nicht so gut. Dir geht's noch gut. Dir geht's auch noch gut. Wir können aber trotzdem schon mal was heilen. Aufregender als jeder Zirkus. Ja, machen wir das. Ich bin nicht beruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Okay. Wie auch immer ihr die ganze Zeit mit eurem Müll alles trefft. Ja, du hast einen Bogen in der Hand, das ist sehr gut. Selbstverständlich. Aber bevor du nicht machst, kannst du da nach oben gehen. Ja, er steckt die ganze Zeit zurück, der tolle Bogenschütz. Jetzt macht das Viech da mal tot. Kleriker. So, ist weg. Dann kann ich dir jetzt den Bogen schützen. So, schön. Das ging ja. Hier liegt überall noch Zeugs rum. So, jetzt müssen wir uns hochheilen, bevor unbedingt der chaotische Befehl nachlässt, weil wenn hier noch Illifiden sind, haben wir ein großes Problem, wenn der chaotische Befehl nachlässt. Nochmal bitte, schnell, Eri. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn es denn sein muss. Speichern. Weil eigentlich sind die Viecher kein Problem, solange die nicht ihren Ads-Angriff machen, der 100 Schaden macht und solange die nicht ihre Zauber machen können, wenn man durch chaotischen Befehl geschützt ist. Ultra-Elifid. Ja. Das sind so lustige Tentakelwesen. Briaga, was tust du da? Ich kann nämlich nur so normalen Schaden machen. Das ist was wollt ihr? Nervig, aber nicht schlimm. Wenn man sich rechtzeitig anfängt zu heilen. Was wir nicht taten. Briaga hat auch irgendwie die Kampflinie unterbrochen. Fragt mich nicht, warum er einfach vorbeigelaufen ist. So, trink noch was. Dankeschön. Du auch? Ja, du hast nicht mehr viel Heiltränke. Raus mit der Sprache. Okay, mach nochmal. Ja. Gluck, gluck. So, der erste Raum ist gleich schon so gut wie abgeerntet. Wir haben auch noch unseren chaotischen Befehl. Welch ein Glück. Viel mehr kann ich nicht. Sag, was ihr wollt. Ach, du hältst noch viel aus. Außerdem ist der letzte ängstlich. So. Die Natur könnte selbst hier. Speichern. Weiter geht's. Allerdings bräuchten wir mal Heilung. Ihr kommt mal hinterher. Ich warte. Es soll geschehen. Da muss ich die letzten. Da muss ich hier drin entweder ruhen oder die letzten ohne chaotischen Befehl machen. Beides wäre schlecht. So, Heilung. Mehr Heilung. Ich warte auf euren Befehl. So, ja, Hera, du darfst auch noch. Machen wir deinen Heilkreis. Gut.
Ach, du kannst auch noch einmal chaotischer Befehl, das ist gar nicht so schlecht. Da hätten wir Münzke auch noch mitnehmen können. Naja, jetzt ist zu spät. So, hoffen wir, dass alles gut geht. Hier ist nochmal so eine schöne große Tür. Wir haben noch... Gut. Nein, meine Armee ist noch nicht vollständig. Ja. Wie viele sind denn hier von euch? Okay, wir wollen diesmal bitte hier bei der Tür bleiben. Helf ihm wenigstens, Freyaga. Wenn du ihn schon verrecken lässt, dann lass ihn nicht allein vorne stehen, vor allem. Ja, wenn ihr wünscht. Sag mir, ich bin bereit. Ich warte. Ja. Das waren wohl ein paar zu viele. Aber es lief schon gar nicht so schlecht. Wir haben ja glücklicherweise gespeichert. Quicksave laden. Ich würde den Raum gerne noch frei haben. Ja. Ich hoffe, das bringt was. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden. Problem ist auch, dass wir nicht so die Überrüstungsklasse haben. Nein, ja, Hera, hier findet niemals die Natur irgendwas. Wir könnten noch Tiere beschwören. Versuchen wir es mal. Ich kümmere mich drum. Ich warte auf euren Befehl. Beschwör die mal dahin. Und ihr bleibt schön hier stehen. Nein. Ja, du beschwörst weiter, bitte. Nein, du beschwörst nicht weiter. Toll, weil ich dich aus Versehen bewegt habe. So, ja. Irgendwas ist mit dir und darum bist du gelb. Das finde ich nicht so toll. Ah, jetzt nicht mehr. Alohon, leicht verletzt. 25 Schaden. Ja. Was soll denn das? Achso, das ist hier Überschlag da. Den die gerne machen. Ja, das ist nervig. Ein bisschen. Nein. Definitiv nein. Drecksviecher. Okay, ich zieh mein Team mal nach. Spiel laden. Ja, ist schon nicht einfach. Aber muss es ja auch nicht. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag's gerne etwas glänzend. Ja, Shimon. Minsk. Zeigt, wo immer Minsk auch hingeht, macht wenn ihr dann hier seid, müssen wir mal gucken, was wir mit euch anfangen. Ich meine, auf Minsk könnten wir auch noch chaotischen Befehl machen und die mit nach vorne schicken. Schwerter statt. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat er noch Heiltränke. Wir sind voll, Briaga nicht, dann kann... Die Dienerin der Natur ist bereit. Heil ihn nochmal. Kommst du jetzt? Dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Ich warte auf gut, dann versuchen wir noch Minsk mit chaotischem Befehl zu stärken. Schon erledigt. Sag mir, weiß er nicht. Was. Wenn wir den Stab der Todeswolke nur benutzen könnten, vielleicht wird das gegen die Viecher was bringen. Ah, wir haben aber auf jeden Fall noch Feuerbälle in dem Stab. Ich warte. So, mach mal auf. So, benutze mal deinen Stab hier rein. Danke, machst du gut. Macht auf jeden Fall Schaden. Und nochmal. So, jetzt lauft nach vorne. So, weg, bloß weg. Sind schon welche tot? Okay, ihr braucht Heilung. Ja. Du auch. Eri ist übernommen worden von einem Vieh, was sich nach hinten teleportiert hat. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Für die Ja, Eri, ich hoffe, du stehst nicht dumm im Weg rum. So, töte erstmal den hinter euch weg. So, weg ist er. So weit solltest du nicht nach vorne. Genau, hast du gut gemacht. Ich mag euch teleportierenden, halb unsichtbaren Drecksviecher nicht. Stirb einfach weg. Und dann ist gut, Shimo, geh mal ein Stück zurück. Eri kann dir eigentlich nicht so viel. Gedankenschinder töten. Schmeckt meine Axt. Ja, Alohon ist mal wieder noch als einziger übrig. Und seine komischen zwei lustigen Erdkolosse. So, der letzte. Da. Für die Gefallenen. Sagt mir, was nein, das Abenteuer wird nicht kurz. Keine Angst. Oh, sie. So, sind das, waren das alle? Scheint so.
Iri verursacht 13 Schaden. Ja, du stehst noch unter Kontrolle. Trink einfach was, Yoshimo. Das wird nicht ewig andauern. Wir laufen einfach vor Iri weg. Ach nee, doch nicht. Hatte einer was von denen dabei? Nein. Dann, ja. Bevor wir hier jetzt alles durchsuchen. Oder ich durchsuche einfach alles alleine. Wir gucken eben mal hier rein. Ich hoffe, es ist nicht durch eine Falle irgendwie. Nein. Sieht man schon, hier sind so ein paar Sachen drin und ein Brief der Illifiden. Ich bin mir sicher, ich sammle alles ein, was hier rumliegt. Wir treffen uns dann quasi im Foyer hier dann wieder. Und sag euch, was ich Tolles gefunden habe. Also, bis zum nächsten Mal.